herzlichen guten Abend an alle Teilnehmer bei unserem heutigen Webinar Forex Screener, neue Filter und Funktionen im Marktscreener. Mein Name ist Wolfgang Bender und ich heiße Sie von Namen von FXLet herzlich willkommen. Bevor wir jedoch mit dem Webinar starten, die obligatorischen Risikohinweise. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und im Endeffekt treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen. Deswegen das Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung ansehen und die Meinung des Referenten ist nicht unbedingt die von FXLet. So, der David Varney ist, denke ich, bereit. Ja, insofern übergebe ich jetzt das Steuer. Ja? Sehr gerne. Okay, alles klar. Dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß bei dem Webinar. So. Perfekt, einen Moment. Kurz den richtigen Bildschirm noch auswählen, dann geht's los. So. Perfekt, auch von mir einen herzlichen guten Abend in die Runde. Jetzt sieht man auch meinen Bildschirm, super. Ja, mein Name ist David Varney und heute geht es wieder um unseren Forex-Screener. Wir haben das letzte Webinar schon einige Monate her und in der Zwischenzeit hat sich natürlich einiges getan. Und ja, was möchten wir heute eigentlich machen? Heute nochmal eine kurze Einweisung, was überhaupt der Forex-Screener ist für alle, die noch keinen Account haben bei Forex Screener. Und aber der Fokus natürlich liegt hier auch auf den neuen Funktionen, die wir in den letzten Monaten eingebaut haben. Wir haben da einiges gemacht. In jeder Richtung haben wir da noch was eingebaut, optimiert. Heute gibt es auch noch eine neue Funktion, die wir heute das erste Mal ankündigen. Also heute gibt es eine große Funktion exklusiv hier im Webinar vorgestellt. Wir schauen, wie wir uns das Ganze installieren, wie wir das nutzen können, welche Vor- und Nachteile wir dadurch haben. Und ja, zum Ende des Webinars schicken wir dann auch hier im Chat den Link an alle Teilnehmer, um sich die neue Funktion gleich anzugucken. Vorab ist es eine ja, sehr praktisch und angenehme Integration für den MetaTrader. Das heißt, wir verschmelzen heute quasi den Forex-Screener noch etwas mehr mit dem MetaTrader, den ja, Sie am Ende des Tages ja sehr wahrscheinlich auch nutzen, um zu traden. Wir möchten ja nicht nur den Markt scannen und schöne Assets finden, die wir handeln, sondern am Ende des Tages wollen wir ja auch auf Kaufen oder Verkaufen drücken. Und der Weg dahin vom gefundenen Asset bis zum finalen Trade, der soll natürlich möglichst kurz sein. Wir möchten nicht viel klicken. Und da haben wir uns noch einiges an Funktionen dazu überlegt. Vorab, für alle, die noch gar keinen Account haben beim Forex Screener, da Sie ja wahrscheinlich alle bei FXBet oder bei CapTrader Kunde sind oder es hoffentlich werden wollen heute noch, dann gibt es den Forex Screener natürlich komplett kostenlos. Dafür gehen wir einfach auf die Seite forex-screener.de. Dann können wir hier auf Zugang erstellen klicken für alle, die noch gar keinen Account da haben. Und dann müssen wir eigentlich nur wenige Informationen ausfüllen. Zwei, drei Sachen sind es, die wir hier benötigen. Wir gehen einfach hier auf die Zugang erstellen Seite ein, sagen, ja, ich bin Kunde von FXBet oder CapTrader, trage hier ein paar Daten ein und dann ja, bekommen Sie den Zugang auch schon in der Regel sehr, sehr zeitnah. Ich sag mal ein, zwei Werktage, dann ist der Zugang auch schon da und dann können Sie den Forex-Screener, also alles, was wir hier heute zeigen, komplett kostenlos nutzen, ohne versteckte Kosten, ohne Haken oder irgendwas anderes Böses. Und auch alle neuen Funktionen, die wir heute vorstellen, die gibt es natürlich auch mit dabei. Aber ich hoffe und denke, die meisten haben ja schon mal einen Account. Können Sie ja gerne mal hier in den Chat reinschreiben, wer schon Mitglied ist bei uns und wer noch nicht. Das würde mich auch mal auf jeden Fall interessieren, um zu sehen, wie viele kurz bevorstehende Mitglieder sind dabei und wie viele Mitglieder sind hier dabei. Also Anmeldung ist wirklich kurz und knapp, ganz klar, keine versteckten Kosten, was es angeht. Kurze Einleitung für alle, die zum Beispiel gar nicht den Forex Screener kennen, dass wir gleich alle die gleiche Basis haben, um anzufangen. Sonst wäre das ja gemein denen gegenüber, die noch gar nicht den Forex Screener kennen und jetzt wahrscheinlich das erste Mal von gehört haben. Was ist eigentlich der Forex Screener überhaupt? Wir kennen das Problem ja sehr wahrscheinlich, dass wir alle immer nur das Gleiche in unserem Chart handeln, wenn wir den
Meta aufhaben, dann handeln wir immer gerne unseren ja, geliebten DAX oder wir handeln in Euro-Dollar. Das sind immer so die Assets, die wir gerne handeln. Dabei gibt es, wenn wir uns hier mal die gesamte Leiste ansehen mit den verfügbaren Assets, gibt es hier Unmengen. Das sind jetzt die angebotenen Symbole bei FXBet und die Liste ist einfach sehr, sehr groß. Und ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass nur sehr, sehr wenige alle auf dem Schirm haben. Das ist auch sehr schwer. Ich müsste mir hier knapp 200 Charts öffnen, müsste dann hier oben die Zeitintervalle noch jeweils durchklicken, weil die Formation oder die Assets, die Trades kommen natürlich auch auf verschiedenen Zeitebenen. Das zu kontrollieren, also das multipliziert die 200 Assets und dann jeweils sogar 6, 7 Zeitintervalle, das kriegt keiner so wirklich abgearbeitet im Bereich. Also was brauchen wir? Wir brauchen halt eine Hilfe, brauchen eine technische Hilfe, die uns ein bisschen die Arbeit abnimmt. So, was wollen wir eigentlich? Wir wollen eigentlich Assets finden, die ja zu unserer Strategie passt. Und in der Regel ist es so, ich habe eine Beispielstrategie, wie zum Beispiel, dass ich vielleicht darauf warte, dass der Euro oder der DAX einfach eine starke Bewegung hat, dass er am Markt den heutigen Tag einfach ja übertrieben hat. Es ist eine starke, starke Bewegung gab in die eine Richtung. Der Markt vielleicht um 5% heute gestiegen ist, was sehr, sehr selten vorkommt. Ich möchte vielleicht Korrekturen handeln. Also ich warte auf Märkte, die ganz stark in kurzer Zeit gestiegen sind oder Märkte, die in kurzer Zeit stark gefallen sind und warte auf eine Korrektur und handle die zum Beispiel. Was müsste ich momentan machen? Ja, ich müsste mir jeden Chart einzeln durchgucken und bevor ich einmal komplett durchgegangen bin, habe ich wahrscheinlich schon einige Chancen verpasst. Das ist so das Problem. Welche Strategie wir handeln, ist am Ende des Tages ja völlig egal. Der Forex-Screener passt eigentlich zu fast jeder Strategie. Dadurch, dass wir hier eine große Anzahl von Filtern haben oder je nachdem, wie man sieht, momentan so die erste Version, die wir haben an Filtern, da kommen auch mit der Zeit noch einige weitere immer weiter eingebaut. Das sehen Sie, denke ich, mal in unserem Update-Zyklus, den wir inzwischen eingeführt haben. Da gibt es regelmäßige Updates, neue Filter und so weiter, die hinzukommen. Also wenn Sie sagen, toller Filter, toller Screener, aber mir fehlen ein, zwei Funktionen, ich brauche noch ein, zwei Filter und Sie sind der Meinung, dass darüber würden sich mehrere freuen, dann gerne einfach uns eine E-Mail dazu schreiben. Wir haben schon einige Filter umgesetzt, die einfach aufgrund von Wünschen von unseren Nutzern kommt. Denn der Forex-Screener soll keine Laborratte sein, die in der Theorie entwickelt wurde, sondern das Ganze ist nach wie vor ein Produkt von Tradern für Tradern. Und so, nur so haben am Ende des Tages alle einen wirklichen Vorteil dadurch. Und mit dem Forex-Screener lösen wir genau dieses Problem. Wir lösen das Problem, dass wir nicht den gesamten Markt überblicken können. Das kann einfach keiner, beziehungsweise wer es wirklich macht und den ganzen Tag sich die ganzen Assets einzeln in den Chart schiebt, Zeitintervalle durchgeht, der verschwendet halt sehr, sehr viel Zeit damit. Wie gesagt, 200 Assets, das ist aber eine ganze Menge. So, der Forex-Screener macht das für uns halt komplett automatisch. So, also wir müssen uns nichts installieren, das läuft komplett im Browser. Wir haben hier einfach einen ganz normalen Browser, kein Plugin, keine Installation. Das heißt, wir können es auch nutzen, wenn wir auf unserem Tablet unterwegs sind, wenn wir unser Smartphone nutzen, einen Mac nutzen, so wie ich jetzt hier auch. Ich muss mir nichts installieren, weil es läuft einfach überall, wo wir einen Browser drauf haben und mir fällt jetzt kein System mehr ein, wo wir es heute nicht haben. Also auf dem Nokia 3310 läuft es nicht, aber das nutzt wahrscheinlich auch keiner mehr hier im Raum. So, also was kann ich jetzt konkret machen? Wir haben hier oben Basic-Filter, wir haben Event-Filter. Das sind so zwei Kategorien von Filtern. Basic-Filtern, der Name verrät es schon etwas. Da haben wir Filter, die einfach, ja, sag mal Standardfilter sind. Standardfilter bedeutet, zeige mir Märkte an, die heute über 40% gefallen oder gestiegen sind. Zeige mir die Märkte an, die eine Monatsveränderung haben von plus oder minus 10%. Zeige mir die Bollinger Bänder an, wo sind wir über den Bollinger Bändern oder unter den Bollinger Bändern und so weiter. Das sind so die Basic-Filter. Und dann haben wir noch Event-Filter. Da haben wir momentan etwas weniger eine Auswahl, aber die Event-Filter, die zeigen uns die Märkte an, wo quasi jetzt etwas passiert ist. Also zeige mir alle Märkte an, beispielsweise, wo der letzte Hammer vor maximal 3 Kerzen entstanden ist. Jetzt sehen wir das hier.
Das sehen wir, wir sehen jetzt zum Beispiel in der BMW-Aktie auf Monatsbasis haben wir eine Hammerformation gehabt. In der Siemens-Aktie auf Minute 30 Candle-Charts haben wir innerhalb der letzten zwei Candles eine Hammerformation gehabt. Was heißt das mit den Vorkerzen? Denke ich mal eigentlich soweit klar. Das bedeutet Kerzen, je nachdem, auf welchen Zeiten dabei wir unterwegs sind. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Baidu auf Tagesbasis haben, dann heißt es natürlich, dass wir innerhalb der letzten drei Tage eine Formation hatten, eine Hammerformation hatten. Entweder war sie gestern, vorgestern oder davor, aber auf Basis von D1, also von Tageskandelzeit. Deswegen haben wir sämtliche Angaben, diese Vor-X-Kerzen. Die Angabe, die kommt hier öfters vor. Und das richtet sich immer nach dem Zeitintervall. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, mich interessieren eigentlich nur Minute 30 Charts, weil alles andere trade ich nicht, alles andere passt nicht zu meinem Stil, nicht zu meinem Risikomanagement. Dann kann ich einfach noch hier oben Basic-Filter hinzufügen und sagen, zeige mir aber nur die Hammerformation an auf Minute 30. Dann scrolle ich runter und ich sehe hier, ich habe nur noch zwei Assets in der Auswahl, beide auf Zeitintervall M30. Und ich sehe hier hinten in der Tabelle nochmal die Information, wann das Ereignis dann stattgefunden hat. Wir können die Filter hier ganz normal wieder entfernen. Ich sage, vor drei Karten die Hammerformationen, die interessieren mich nicht mehr. Ich möchte schon noch auf M30 bleiben. Aber zeige mir doch jetzt mal die Assets an, die diese Woche das 52-Wochen-Tief durchbrochen haben. So, sehen wir hier drei Assets, die entsprechend den hier oben eingestellten Filter, die Bedingungen einfach erfüllen. Will ich auch nicht mehr, interessiert mich nicht mehr. Ich will jetzt einfach mal die sehen, wo wir, ich sage einfach mal, rote Kerzen in Folgen hatten. Und zwar, sagen wir mal, sechs Kerzen in Folge. Minute 30 ist mir nicht so aussagekräftig genug. Ich gehe einfach mal auf Tagesbasis. Das heißt, jetzt zeigt mir der Forex-Screener automatisch in Realtime natürlich, also die Datenbasis, das sind Echtzeitkurse von FXBet, keine Verzögerung, auch nicht, wenn Sie den kostenlosen Account bekommen. Das sind alles genau die Kurse, die Sie auch im MetaTrader haben. Also jetzt sage ich, lieber Filter, zeige mir die Tagescandles an oder die Charts, wo wir auf Tagescandles mindestens sechs rote Candles haben. Das heißt, Assets, die sechs Tage in Folge gefallen sind. So, haben wir hier beispielsweise ein Währungspaar, der kanadische gegen den Schweizer Franken. Checken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal nach. Auf Tagesbasis haben wir es eingestellt und wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rote, also rot fallende Kerzen, die sind jetzt hier nicht rot eingestellt, wo der Markt fällt. Und wir haben gesagt, zeige mir die an, wo mindestens sechs rote Kerzen in Folge waren. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt auf 10 stelle, werden wir das wahrscheinlich nicht mehr sehen, genau, weil es waren nur circa 7 Kerzen. So. Und so können wir sämtliche Funktionen, die wir hier sehen, bunt durchmischen. Ich kann also sagen, ich möchte alle Zeitintervalle sehen. Ich möchte aber nur Währungen handeln, weil alle anderen Assets mich vielleicht nicht interessieren oder ich noch gar keine Erfahrung mit habe, sie einfach nicht traden möchte, welche Gründe wir auch immer haben. Dann will ich, dass wir im Supertrend auch noch im Aufwärtstrend sind. Dann möchte ich aber auch noch, dass der Kurs aktuell auch noch über dem 10er EMA ist. Scrolle runter und ich sehe hier die gesamte Auswahl. Also hier haben wir natürlich schon einige mehr Assets. Hier sehen wir knapp, was sind das? 113 Assets. Natürlich haben wir einige Assets auch mehrfach, weil wir die Zeitintervalle nicht eingestellt haben. Das heißt, es kann sein, dass wir hier zum Beispiel den australischen gegen US-Dollar auf 15-Minuten-Basis haben und auf Minuten-Basis, weil einfach auf beiden Zeitintervallen die Bedingungen wahr sind. Das Ganze kann ich auch wieder einkreisen, kleiner machen vom Radius her und sagen, ich möchte aber nur 4-Stunden-Candles haben, weiter eingegrenzt und dann haben wir nur noch 12 Assets, alle auf 4-Stunden-Basis. So ist quasi das Prinzip, das Grundprinzip vom Forex Screener. Ob wir einen Filter verwenden, ob wir 20, 10, 15 oder alle Filter verwenden, ist völlig egal. Also hier können wir unsere Filter zusammenbauen,
wie wir gerade möchten. So, noch ein praktisches Beispiel, was bei unseren Tradern gerne genutzt wird. Das habe ich so aus dem Support auch zurückbekommen vom Forex-Screener. Wir können hier ganz, ganz einfach, das ist immer ein schönes Beispiel, Assets herausfinden, die im Aufwärtstrend sind, aber temporär in einer Korrektur sich befinden. So, das geht mit, ich glaube, 2 oder maximal 3 Filtern. Ich kann also sagen, das Asset sollte über dem 200er IMA sein. Das heißt, übergeordnet sind wir auf jeden Fall in einem starken Aufwärtstrend, der schon etwas länger anhält und nicht nur temporär da ist. Und dann möchte ich aber noch, dass der kurzfristige, vielleicht auch mittelfristige EMA, also der 20er EMA, dass da der Kurs unter dem EMA ist. Das heißt, langfristig oder mittelfristig ist der Markt stark aufsteigend, aber in den letzten Tagen, in den letzten wenigen Wochen ist der Kurs fallend. Und da haben wir zum Beispiel eine kleine Auswahl. Das Ganze können wir nochmal eingrenzen vom Zeitintervall und sagen, Stunde 1, das ist mein Anlagehorizont. Und dann sehen wir hier unten potenzielle Assets. Das sind 63 Assets, wo wir quasi uns in so einer Bewegung befinden. Das heißt, wir sehen es hier hinten an der Tabelle auch nochmal, ganz wichtig. Alle Filter, die wir hier oben auswählen, haben wir auch hier unten nochmal drin. Das heißt, wir sehen hier nochmal einen genaueren Wert, wenn wir beispielsweise sagen, der Markt soll auch mindestens 3 rote Candles in Folge haben. Dann sehen wir hier zum Beispiel auch nochmal die genaue Anzahl. Wir sehen also hier, beim Euro-kanadischen Dollar ist der Kurs über dem 200er EMA, unter dem 20er EMA, aber wir haben auch noch 4 rote Kerzen in Folge. Hier haben wir 5, 4, 3. Das heißt, wir sind nicht ganz blind unterwegs und wissen nur, okay, das ist irgendwie wahr, das stimmt von der Einstellung, sondern wir sehen hier auch nochmal die genauen Werte dazu drunter mit eingestellt. Wir können die ganzen Sachen auch noch entfernen. Also wie gesagt, hier gibt es keine Limitierung, was die Filter, Optionen, Kombinationen angeht. Alles ist möglich. Hier kann man sehr, sehr kreativ sein, einfach rumspielen und testen, was man haben möchte. So, ich schaue mal kurz in die Fragen herein, dass sich nicht allzu viele anstauen zum Ende hin. So, ihr seht schon einige Mitglieder. Ja, perfekt. Das freut mich ja auch. Hier kam noch die Frage, auch mit dem Stereo-Trader. Nein, also der Forex-Screener prinzipiell ist natürlich unabhängig vom MetaTrader. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Kunde bei CapTrader sind und die TBS nutzen oder vielleicht den NinjaTrader nutzen, oder was auch immer für eine Software Sie noch mit andocken, dann können Sie natürlich auch den Forex-Screener nutzen. Sie können auch natürlich den Stereo-Trader nutzen in Kombination mit dem MetaTrader. Das, was Sie hier sehen, das hat nichts, da müssen Sie nichts mit Ihrem MetaTrader erstmal verbinden. Wenn Sie jetzt hier Ihre Filter einstellen und finden dann Assets, beispielsweise den British Pfund US-Dollar, der entspricht Ihren Regeln, die möchten Sie jetzt handeln, dann können Sie das natürlich mit dem Zero-Trader handeln oder nur mit dem MetaTrader ohne Add-on, mit der TWS. Das ist völlig frei überlassen. Das ist halt ein großer Vorteil auch vom Forex-Screener, dass es völlig egal ist, mit welcher Software Sie handeln. Ob nur über Smartphone, ob noch per Telefon, was auch immer, spielt ja gar keine Rolle. Das ist ein weiterer Vorteil von dem Zero-Trader. So, nochmal die gleiche Frage, genau, die haben wir beantwortet. Dann kann man die Ausgabe, also die Resultate des Filters auch in Excel exportieren. Nein, das geht momentan nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir sie herein kopieren könnten, indem wir die ganze Tabelle markieren. Könnte auch sein, habe ich noch gar nicht probiert. Aber Stand heute geht die Funktion nicht mit dem Exportieren. Hier steht auch schon auf der Ideenliste, die wurde auch schon ein, zwei Mal vorgeschlagen, ob und wann sie umgesetzt wird, das kann ich heute noch nicht sagen. Also die Nachfrage ist nicht so groß gewesen bisher, als halt Momentumaufnahmen sind, aber jede weitere Frage danach erhöht natürlich die Wichtigkeit auf unserer Ideenliste. Kann man schon auf- und absteigend sortieren? Nein, das geht auch noch nicht. Das steht auch schon auf der Ideenliste, auch schon etwas weiter höher, aber Stand heute funktioniert das Sortieren noch nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in einer der nächsten wenigen Updates auch schon mitgeliefert wird. So, finde sehr gut, dass man ihn extern laufen lassen kann. Ja,
Das auf jeden Fall, das ist ein großer Vorteil vom Forex-Screener. Das macht einiges angenehmer. Gibt es auch die Distanz zum EMA 50er? Was haben wir Stand heute? Nein, heute haben wir nur die Bedingungen, ob ein Kurs über oder unter dem EMA ist, ob sich EMAs kreuzen. Aber die Distanz zum EMA, die gibt es noch nicht. Ist durchaus auch ein sinnvoller Filter. Den kopiere ich mir kurz auf die Ideenliste. Dann geht das nicht verloren. Also vielen Dank wirklich für jede Idee. Da sind wir immer sehr, sehr offen, was das angeht. Sind wichtige Kerzenformationen eingepflegt? Es ist die Frage, was sind wichtige Formationen und welche sind nicht so wichtig? Momentan haben wir noch gar nicht so viele Kerzenformationen. Die stehen auch schon auf der Liste. Auch noch weiter höher als die anderen Ideen. Die wird es auch auf jeden Fall mit einem der nächsten Updates weiterhin geben. Also das, was es heute nicht gibt, soll uns nicht daran hindern, den Forex-Screener nicht zu nutzen. Wenn wir uns einfach mal den Verlauf ansehen von den Updates her, da gibt es eigentlich regelmäßig alle Wochen, wenige Monate schon wieder eine nächste Version mit den umgesetzten Ideen oder Wünschen. Kann man den Chart aus dem Forex-Screen öffnen? Ja, dazu kommen wir gleich noch. Das geht inzwischen auch. Kann ich den Forex-Screener für bestimmte, zum Beispiel 6 bis 7 Assets definieren? Die Frage verstehe ich nicht genau. Kann ich den Forex-Screener für bestimmte Assets definieren? Generell können wir hier oben unsere Filter einstellen. Ob jetzt hier unten 200 Assets rauskommen oder 2 oder gar kein Asset, hängt ja davon ab, ob die Kriterien von den Assets erfüllt wurden, ob sie zu streng eingestellt wurden oder zu lasch eingestellt wurden. Das ist eigentlich abhängig, wie stark wir filtern. So, Umkehrformationen. Nein, Umkehrformationen sind noch nicht drin. Steht noch nicht in der Liste. Das kopiere ich mir auch kurz raus. Und pack das raus. Auch dafür vielen Dank. So, haben Sie E-Mail-Benachrichtigung? Nein, die haben wir auch noch nicht. Das kopiere ich mir auch gerne raus, damit das nicht vergessen wird. Da haben wir nochmal Umkehrformationen, auch sehr gut. So, perfekt. Dann haben wir erstmal alle Fragen soweit durch und dann kann man weitermachen. Gerne weitere Fragen hier rein. Ich gehe einfach mal regelmäßig durch, dass sich das alles nicht bis zum Ende aufstaut und dann können wir es direkt immer klären. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu den Updates. Was hat sich getan eigentlich in den letzten Wochen oder Monaten? Ganz zu Beginn vom Forex-Screener hatten wir mal kurz Charts eingebaut. Mit denen waren wir aber nicht so zufrieden. Ist leider etwas komplexer geworden als gedacht, aber inzwischen sind sie auch fertig. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die wir auch eingebaut haben. Was ich eben noch gar nicht erwähnt habe, ist, wenn wir hier auf einen Asset klicken, beispielsweise nehmen wir jetzt mal den US-Dollar japanischen Yen, dann sehen wir, sind wir jetzt raus aus dem Filter, es öffnet sich eine Detailseite und auf der Detailseite sehen wir endlich den Chart, da kommen wir gleich zu, aber wir sehen auch nochmal sämtliche Informationen gezogen aus den Filtern hier angezeigt. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen US-Dollar japanischen Yen und ich sehe aber auch, der Supertrend ist negativ, der MACD sagt abwärts, wir haben den EMA, der ist unter dem 50, der Kurs ist unter dem 50er EMA, wir sehen hier die Distanz zur nächsten Preismarke, also sämtliche oder fast alle Informationen, die wir vorne einstellen konnten, sehen wir hier nochmal im Detail. Wochenveränderung plus 0,025%, Monatsveränderung, Distanz Mai, heute und so weiter. Also hier, der Name sagte schon, auf der Detailseite sehen wir wirklich viele Details. Und die größte Neuerung hier sind die Charts. Ich denke mal, Sie kennen den Stil vom Chart schon. Und zwar sind das die Charts, die wir quasi auch im MetaTrader haben. Ich gehe kurz nochmal in den MetaTrader rein. Das genau sind hier diese Charts. So, also das sind quasi die Charts, die Sie auch im MetaTrader haben. Natürlich haben wir hier die Farben ein bisschen angepasst. Das kann ja auch jeder im MetaTrader bunt einstellen. Wir haben hier die Farben vom Forex-Screener genommen, dass das alles einheitlich ist von den Farben. Aber diese Charts können wir auch hier auf sämtlichen Zeitintervallen uns angucken. Natürlich auch alle in Realtime. Wenige Sekunden verzögert natürlich. Sie bewegen sich jetzt hier nicht. Das sind mal Momentumaufnahmen, aber wir haben alle Charts auf einen Blick hier drauf.
Und je nachdem, wo ich raufklicke, wenn ich also jetzt hier auf den australischen US-Dollar klicke und wir hier ein Filterergebnis auf 15 Minuten Candles haben, dann öffnet sich auch hier entsprechend das in den Chart. Ich mache das nochmal, damit man es auch sieht. Ich klicke vielleicht auch einfach mal auf die GS-Aktie, 15 Minuten Candles. Dann sehen wir hier gleich auch den Chart von M15. Und das erkennt die Detailseite nämlich immer automatisch daran, worauf wir geklickt haben. So. Das heißt hier, Standardchart ist dann M15. Würden wir auf ein Filterergebnis auf Stunden-Candle zum Beispiel klicken, dann hätten wir auch sofort den Stundenchart hier, aber können jederzeit bunt durchklicken und uns alle Informationen dazu noch angucken. Und hier bei uns sehr wichtig, dass wir jeden Trader nicht schon wieder damit, ich sag mal, überfordern, indem wir jetzt schon wieder eine neue Chartdarstellung haben. Man kennt es ja von Webseiten, von diversen Trading-Tools. Am Ende des Tages zeigen natürlich alle Charts das Gleiche an, wenn die Kursdatenbank gleich ist. Aber von der Formation her sieht es manchmal ein bisschen anders aus, von der Skalierung her, von der Aufmachung her. Und da die meisten hier einfach im MetaTrader auch unterwegs sind, wollten wir genau die gleiche Chart-Library nutzen und haben deswegen quasi die Charts aus dem MetaTrader exportiert und sie hier bereitgestellt auf die Detailseite. Also nochmal, wie kommt man hier rauf? Ganz einfach, wir klicken einfach auf irgendein Filterergebnis, was wir gefunden haben, und dann öffnet sich ein neuer Tab. Und da haben wir die Detailseite mit den Details, wie der Name sagt, und hier oben sind dann auch noch die Charts mit eingebaut. So, gucke ich gleich nochmal kurz in die Fragen. Können die gefundenen Trades per Mausklick in den MetaTrader übernommen werden? Oh ja, da kommen wir gleich zu. Das ist eine neue große Funktion, die wir heute veröffentlichen oder euch präsentieren. Kann ich den Heiken Ashi Chart einstellen? Nein, das geht nicht. Hier haben wir nur Candle Charts, und das wird sehr wahrscheinlich auch sich nicht zeitnah oder auch nicht mittelfristig ändern, weil die Nachfrage, die Masse möchte einfach Candlestick-Charts haben, aber für die, die Heiken Ashi-Charts lieber nutzen möchten, kommt halt die neue Funktion, die wir heute noch vorstellen, denn da haben wir nochmal eine kleine Verbindung zum MetaTrader, und dann gehen eigentlich auch Heiken Ashi-Charts. So, dann machen wir die Detailseite zu. Was hat sie noch getan? Wir haben einige Filter noch eingebaut. Dieses Mal haben wir gar nicht so sehr auf die Masse der Filter gesetzt, sondern haben, was sind das? Ich glaube, 5 Filter hatten wir jetzt eingebaut in der Zeit vom letzten Webinar zu heute. Das sind zum einen die Filter, die sehr, sehr oft gefragt wurden. 52 Wochen hoch gebrochen. Das heißt, zeigen wir alle erst jetzt an, die in diese Woche das 52 Wochen hoch gebrochen haben. Das Gleiche natürlich auch nochmal mit dem Tief. Das heißt, zeige mir alle Assets an, die diese Woche das 52-Wochen-Tief gebrochen haben. Das sind sehr relativ signifikante Punkte, wenn diese 52 Wochen Hochs oder Tiefs gebrochen werden. Das haben wir mit eingebaut. Wir haben den Klassiker für das grobe Filtern eingebaut. Das heißt, zeige mir alle Assets an, wo der 20er SMA über oder unter dem 50er ist. Und das Gleiche nochmal entsprechend für den 50er und den 200er SMA. Und der große neue Filter, der eigentlich am komplexesten ist, aber wie ich finde auch von dem Nutzen her und sehr, sehr viel bietet, und zwar ist das der Filter Distanz zur nächsten Preismarke. Was hat es damit auf sich? Die Preismarken, die kennen wir, da gibt es da draußen auch sehr viele Strategien, die darauf ausgelegt sind. Das heißt, wir handeln beispielsweise oder erwarten viel Handel bei runden Zahlen, wenn der Euro beispielsweise bei 1,10, 1,11, 1,20 ist, wenn der DAX bei 12.000, 11.000, also so signifikante runde Marken quasi ist. Das ist natürlich auch extrem schwer. Wenn ich jetzt meine 200 Assets habe, dann könnte ich vielleicht, ja, ich müsste das hier an der Seite ein bisschen breiter machen, um die Preise zu sehen. Und dann müsste ich durchgucken, okay, der DAX ist bei 11.300, da ist die nächste Preismarke vielleicht bei 11.300 glatt, momentan sind wir bei 11.340, Euro-Dollar bei 1,13,
Da haben wir vielleicht noch 13 FIPS, um zu warten, bis wir in der nächsten Preismarke sind und so weiter. Also das ist auch keine, das ist kein effizientes Trading, wenn wir das so kontrollieren. Der Forex-Screener kann uns natürlich auch bei der Aufgabe wieder Arbeit abnehmen. Und zwar können wir hier einfach sagen, wie nah soll ein Asset an der nächsten signifikanten Preismarke sein? So, das heißt, wenn ich jetzt hier sage, die Distanz zur nächsten Preismarke darf nicht größer als 0,1% sein, dann sehe ich hier die Assets, die sehr, sehr, sehr nah an der nächsten Preismarke sind. So, was haben wir hier beispielsweise? Erster Ergebnis ist der US-Dollar japanische Yen. Der steht bei 109,957. Das heißt, der ist knapp an der 110. Das wäre beispielsweise ein Preislevel und auch noch bei den ganzen anderen läuft das ähnlich ab. Die Berechnung dahinter, ich gebe zu, man muss die Berechnung dahinter einmal, zweimal durchgelesen haben, um damit besser arbeiten zu können. Das ist auch noch ein Punkt, der mit den nächsten Updates hereinkommt, dass wir nicht nur wie momentan die Tooltips haben. Das heißt, wenn ich mit der Maus nur auf die Filter gehe, ohne zu klicken, sehe ich eine Kurzbeschreibung. Reicht in der Regel auch aus. Aber demnächst werden wir auch noch die Wissensdatenbank dahintergehend ausbauen, um die Filter noch besser zu verstehen und um die Filter auch noch besser anzuwenden und zu prüfen, ist das was für mein Trading. So, das heißt, mit der Distanzüberprüfung muss nah dran sein. Haben wir natürlich ja, eine sehr enge Überprüfung. Wenn ich aber sage, ja, die Distanz kann auch 10% von entfernt sein, dann sehe ich natürlich auch viel mehr Assets, die relativ weit weg sind von der nächsten Preismarke. Das heißt, je kleiner, desto näher an der nächsten Preismarke und je größer, desto weiter entfernt ist es an der nächsten Preismarke. Aber wie gesagt, auch hier gibt es demnächst nochmal eine genauere Erklärungsseite, noch viel mehr, der Fokus wird gesetzt auf die Erklärung, Erläuterungen, auf Beispiele und dann kann man das auch nochmal ein bisschen besser ja, verständlicher machen und dann mal schauen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. So, nochmal einen kurzen Blick in die Fragerunde und dann kommt gleich die nächste Funktion schon wieder. Kann ich Werkzeuge benutzen? Fibo, Trendlinie und so weiter. In den Charts hier nicht. Die Charts hier auf der Detailseite ist dann wirklich nur dafür da sein, um einfach sofort etwas zu prüfen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, machen wir es ganz einfach, ich möchte Assets sehen, die 9 rote Candles in Folge hatten. Hier haben wir eine Aktie, ich klicke rauf. Und vielleicht ist das mein Setup. Vielleicht habe ich eine Strategie, die immer darauf handelt, dass wenn 10 rote Kerzen in Folge da waren, dass ich dann auf eine Korrektur setze. Könnte durchaus sein. Ich weiß es in dem Moment noch nicht. Natürlich schaue ich dann auf den Chart. Ich sehe hier, ah, okay, das passt. Das ist genau das, was ich haben möchte. 10 Mal in Folge ist das Ganze gefallen. Das ist das, was ich haben möchte. Das möchte ich traden. So. Also dieser Chart hier soll nicht dazu sein, um jetzt hier Linien reinzuzeichnen, sondern es soll eine erste Indikation sein. Es könnte natürlich auch sein, dass ich raufklicke. Und da habe ich ein anderes Chartbild, das sieht beispielsweise so aus und sage ich, naja gut, die 10 Candles, die sind so klein, das ist gar nichts für mich, kann ich wieder zumachen und weiter screenen. Also dafür sind die Charts hier. Das wäre also nicht, wenn wir eine große Auswahl haben von zum Beispiel 20, 30 Assets, dass ich jedes Mal dann im MetaTrader mir den Chart öffnen muss, gucken muss, okay, das passt nicht. Deswegen, die Charts hier sind wirklich nur als erste Indikation, um zu prüfen, wie die Gesamtlage ist, aber nicht um Trendlinien zu zeichnen oder anders mit dem Chart ja, zu agieren. Was die Bollinger-Bänder angeht, die können wir nicht, die sind hier nicht konfigurierbar. Da haben wir die Standardeinstellungen. Auch das ist natürlich eine Frage, ja. Wie ist der Supertrend eingestellt? Wie sind die Bollinger-Bänder eingestellt? Das ist momentan alles noch fix voreingestellt. Im nächsten Schritt wird das in der Dokumentation aufgenommen, dass wir einfach wissen können, was dahinter steckt. Und dann wird es wahrscheinlich in einer der nächsten Schritten auch so sein, dass man das Ganze noch ein bisschen mehr anpassen kann auf die individuellen Wünsche. Gut, dann kommen wir endlich zu der neuen Funktion, auf die ja, ich mich sehr freue, weil die
unser Trading-Alltag ein bisschen erleichtert und nochmal ein paar Klicks uns abnimmt. Und zwar ist das der Expert-Advisor für den MetaTrader vom Forex-Screener. Das heißt, wir haben jetzt, wir brauchen sie nicht zwingend, ganz wichtig, also wer mit dem Ninja-Trader, wer mit der TWS unterwegs ist oder irgendeiner anderen Trading-Software, kann nach wie vor den Forex-Screener nutzen. Wir haben einfach mal etwas, einen kleinen Bonus, ein kleines Add-on raufgepackt für MetaTrader-Kunden, momentan nur für den MetaTrader 4, aber das wird auch noch ausgebaut in der Zukunft für den 5er, aber momentan ist es einfach ein kleines Gimmick für die MetaTrader 4-Kunden. Und zwar, was haben wir hier? Mit dem EA, wie wir den installieren und einrichten, das zeigen wir gleich, das haben wir auch relativ einfach gehalten. Also wir müssen da keine Dateien von links nach rechts kopieren, das ist viel, viel einfacher. Haben wir die Möglichkeit, dass wenn ich hier meinen Markt filter, nehmen wir unseren geliebten Klassiker, ich möchte 7 rote Kerzen in Folge haben, habe jetzt hier eine kleine Auswahl von 6 Währungen oder 6 Assets besser gesagt, sind ja auch Aktien mit dabei und ich will beispielsweise, was nehme ich hier, aber ich nehme den Euro, Schweizer Franken, wenn ich raufklicke, komme ich auf die Detailseite, sehe ich hier, hier haben wir auch ein kleines Live-Problem, hier haben wir jetzt gerade keinen Kurs zur Verfügung, kommt natürlich auch vor, aber ich sage einfach, ja, das Asset gefällt mir, ich möchte das handeln, jetzt sofort, dann müsste ich jetzt erstmal den MetaTrader aufmachen, gehe kurz in den MetaTrader rein, dann müsste ich halt hier eingeben, Euro, Schweizer Franken, das war Minute 30 beispielsweise, okay, jetzt kann ich hier meine Order absetzen und so weiter. Also der Weg zwischen dem gefundenen und dem letztendlichen Umsetzen im MetaTrader, der ist jetzt nicht so weit. Also das ist schon Meckern auf hohem Niveau, es sind ein paar Klicks, aber mit dem EA, den wir entwickelt haben, ist es so möglich, dass sobald ich auf ein Asset hier klicke, sich automatisch der passende Chart in unserem, also in Ihrem MetaTrader zu Hause, sich öffnet. Wenn Sie das wollen. Wenn Sie es nicht wollen, natürlich nicht, da zwingen wir keinen zu, aber Sie haben die Funktion dazu. Das Ganze läuft über einen Expert Advisor, der ist natürlich auch kostenlos, also Sie brauchen einfach nur den Zugang zum Forex Screener und dann bekommen Sie natürlich auch den EA kostenlos mit dazu. Und wir gehen hier einfach mal von Null und wir installieren ihn einfach mal gemeinsam. Wie gesagt, wir müssen hier keine Dateien von links nach rechts kopieren. Wir haben dafür einen kleinen Installationsmanager aufgebaut. Das kennen Sie wahrscheinlich von jedem Programm, was Sie installieren müssen oder möchten. Man klickt 10, 20 Mal auf Weiter und dann hat sich die Sache erledigt. Das machen wir jetzt ja auch einfach mal. Das heißt, ich schicke den Link gleich rum. Wenn Sie den Installer, den Installationsmanager heruntergeladen haben, sieht es bei Ihnen so aus. Klicken einfach nur auf Weiter und dann kommt die Meldung, MetaTrader ist noch an. Bitte kurz den MetaTrader ausmachen, dass wir das Ganze installieren lassen können. Ausgemacht, dann klicken wir uns hier durch und lesen natürlich alles ganz genau durch, verstehen es und akzeptieren es. Dann sagen wir, ich möchte es jetzt in meinem MetaTrader von der FXWelt installiert haben. Ich kann es auch überall installieren, wenn ich mehrere Installationen zum Beispiel habe. Klicke dann wieder auf Weiter. So, das ging jetzt in einer halben Sekunde. Installation ist abgeschlossen. Weiter, weiter, weiter. Und dann werde ich noch gefragt, ob ich den MetaTrader gleich noch starten möchte. Ja, wieso nicht? Ich möchte das Ihnen jetzt hier nämlich gleich auch noch demonstrieren. So, das war die Installation. Also Installation ist wirklich sehr, sehr einfach. Jeder, der es auch schon geschafft hat, den MetaTrader zu installieren oder es heute geschafft hat, hier ist ins Webinar zu schaffen, der wird auch gar keine Probleme damit haben, den EA zu installieren. So, jetzt gucken wir mal links unter Experten. Da sehen wir, haben wir hier einen Expert-Advisor mit dem Namen Forex-Screener Sync. Ganz wichtig, auch wenn es ist von der Definition her oder es taucht der MetaTrader als EA, als Handelssystem auf, aber der EA an sich handelt natürlich nicht. Er hat keine Handelsfunktion, sondern übernimmt lediglich das Chartöffnen für Sie. Also keine Sorge, dass jetzt hier Trades ausgeführt werden auf dem Konto, das macht der EA natürlich nicht. So, jetzt will ich das Ganze noch anwenden, relativ einfach. Ich ziehe es einfach hier auf irgendeinen Chart, Zeitintervall, Assets, völlig egal, ob Euro, Dollar, Schweizer Franken oder die deutsche D-Mark, das ist völlig egal. Und dann haben wir hier das kleine Fenster mit verschiedenen Reitern und hier
müssen wir nur unsere E-Mail-Adresse eintragen, mit der wir uns auch beim Forex Screener auf der Webseite einloggen. Mehr nicht. So, ich kopiere die mir kurz rein. Ganz wichtig, wenn wir es reinkopieren, einfach schauen, dass davor und danach kein Leerzeichen ist. So, sieht gut aus. Ich klicke auf OK. Dann gucken wir mal kurz rechts. Das sieht man wahrscheinlich nicht so gut, aber hier rechts sehen wir den kleinen Smiley. Er ist glücklich, er lächelt. Das bedeutet, das System, das Add-on, funktioniert ohne Probleme. So, jetzt wollen wir natürlich auch sehen, ob das Ganze funktioniert. Ich mache das jetzt mal nebeneinander auf, dass wir das auch schön sehen. Ich denke, es ist etwas kleiner und schiebe das nebeneinander an. So, das. So, dann machen wir den Forex-Screener noch ein bisschen kleiner. Ja, nicht zu klein. So, sieht nicht schön aus, aber aktualisiere es nochmal kurz. Sieht nicht schön aus, aber es geht einfach nur darum, Ihnen mal kurz zu zeigen, wie das jetzt eigentlich abläuft mit der Synchronisierung. So, nehmen wir unseren Filter. Natürlich nehmen wir einfach mal unseren Klassiker. Ich möchte 5 rote Candles haben in Folge, mehr will ich gar nicht haben. Und dann klicke ich hier einfach mal auf eine, nehmen wir einfach mal die Google-Aktie, klicke ich drauf und wir sehen, hier links hat sich automatisch der Chart im MetaTrader geöffnet. Wir haben hier die Google-Aktie auf 5 Minuten Candles, genau das, was wir im MetaTrader haben wollten. Wir haben also auf der einen Seite haben wir unseren Chart, unsere Detailseite mit allen Informationen und im MetaTrader hat sich automatisch auch noch ein Chart zugeöffnet. Das heißt, gerade wenn wir zum Beispiel zu Hause nicht den kleinsten Monitor haben oder vielleicht 2 Monitore haben nebeneinander, haben wir heute auch schon viele, da kann man sich das perfekt aufteilen. Auf der einen Seite kommt der MetaTrader hin, auf der anderen Seite kommt der Forex Screener im Vollbildschirm hin und dann haben wir eigentlich 2 starke Tools, einmal den Forex Screener und den Markt zu filtern, den MetaTrader, um zu handeln, also um die Trades umzusetzen und das Ganze läuft halt automatisch ab und wir müssen nicht mehr Chart manuell öffnen. So, funktioniert nicht nur einmal. Ich mache die Nvidia-Aktie auf, zack, öffnet sich sofort auch der Chart. Hier auch wieder mit dem passenden Zeitintervall, M5. Wieso M5? Weil das Filterergebnis darauf kam. JP Morgan, 4-Stunden-Chart und wir haben auch hier einen 4-Stunden-Chart. Hier sehen wir auch genau das, was wir gefiltert haben. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rote oder fallende Kerzen in Folge. Genau das, was wir dem Filter hier auch gesagt haben. Mindestens 5 rote Kerzen und das haben wir hier. So, also der Weg ist sehr klein. Wir klicken drauf, haben hier nochmal ein paar Detailinformationen und können sofort hier unsere Trades umsetzen. Also der Weg ist nochmal viel, viel kürzer und das Ganze ist fast auch schon in Realtime. Wir klicken hier nochmal auf eine Aktie rauf, zack, ist sofort der Chart. So, das ist die Integration, die wir da haben. Und wenn wir dann zum Beispiel sagen, ich möchte Heiken-Ashi-Charts haben oder ich möchte meine Charts generell mit irgendwelchen Indikatoren haben, dann kann ich sie natürlich hier einfach rüberschieben. Gar kein Problem. Mach mir den Chart hier bunt, bis ich nichts mehr sehe. Und dann klicke ich einfach auf irgendeine andere Aktie. Chart aktualisiert sich und ich habe hier meine Indikatoren, die ich immer brauche. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal die Indikatoren auf einen neuen Chart mit draufschieben, sondern ich habe einfach alle da, klicke irgendwo rauf und das Ganze aktualisiert sich hier mit automatisch. So, dazu gucke ich gleich nochmal in die Fragebox, was wir da alles noch zu haben. Da kommen bestimmt einige Fragen noch zu. So, das 52 Wochen hochtief in der letzten Woche als Scan ist nicht so günstig. Besser wäre die Nähe des aktuellen Kurses zu diesen Marken in Prozenten. Ich möchte mich doch im Vorfeld positionieren und nicht erst dann, wenn der Kurs diese Marke beispielsweise schon vor 6 Tagen überschritten hat. Ja, das stimmt prinzipiell. Ich würde mal sagen, beide Varianten funktionieren. Zum einen möchte ich natürlich mich rechtzeitig positionieren. Zum anderen gibt es aber auch sehr viele Trader oder Strategien, die eher darauf ausgelegt sind, dass wir beispielsweise mal einen Bruch hatten. Aber dass wir nicht sofort einsteigen, sondern dass zum Beispiel klar ist, dass eine Korrektur stattfindet und man erst nicht sofort einsteigen möchte, sondern der Kurs da erstmal noch ein bisschen dran rumdümpelt, sage ich mal, und wir dann einsteigen.
Also ich finde beide Varianten auf jeden Fall gut. Es gibt da nicht das Bessere oder Schlechtere. Ich kopiere mir auch gerne Ihre Idee mit rein, weil die finde ich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das hängt hier immer so ein bisschen vom Geschmack oder vom Stil des Traders ab oder von der Strategie, besser gesagt, wie man unterwegs ist. Aber wie gesagt, vielen Dank für die Idee. Habe ich mir gerne auch mit auf die Liste gepackt. Dann gibt es eine Möglichkeit, euren Forex-Screener direkt von meinem Computer ohne Umwege direkt zu starten. Was heißt ohne Umwege? Also wir brauchen eigentlich nur den Browser, also Google, Chrome, Safari, Internet Explorer oder Microsoft Edge, wie er heute heißt. Mehr brauchen wir gar nicht. Können natürlich einfach ein Lesezeichen sich reinpacken auf forexscreener.de. Wenn Sie einmal eingeloggt sind, dann können Sie eingeloggt bleiben, können Sie ein Häkchen setzen und dann könnten Sie quasi hier einfach ein kleines Lesezeichen hinzufügen, klicken hier rauf und dann kommen Sie sofort drauf. Ich glaube, das geht auch heute ohne Probleme, dass Sie einfach ein Lesezeichen auf Ihrem Desktop speichern. Dann klicken Sie auf dem Desktop auf forexscreener und dann öffnen sich Ihr Browser und Sie kommen sofort zu dieser Seite, wo Sie sich ja hauptsächlich dann aufhalten werden. Das geht eigentlich ohne Probleme. So, gibt es den Forex Sync EA auch in die Karte, um zum Beispiel gleichzeitig das Mini-Terminal zu nutzen? Ob es den Sync gibt auch in die Karte? Jetzt verstehe ich. Nein, den gibt es nur als EA. Hat einen Grund, und zwar lässt sich technisch leider das Asset im Chart nicht ändern, wenn es ein Indikator ist. Das heißt, ein Expert Advisor per Definition hat mehr Rechte im Chart. Der kann halt auch dann Zeitintervall und Asset ändern. Ein Indikator wiederum kann das leider halt nicht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, oder mussten wir uns dazu entscheiden, das Ganze als EA anzubieten und nicht als Indikator. Verständlich, wer zum Beispiel den Stereo-Trader nutzt oder den Mini-Terminal, der hat wahrscheinlich schon ein EA hier drauf angewendet. Beispielsweise wäre das hier jetzt ein Mini-Terminal oder was auch immer. Dann können wir natürlich nicht den Sync EA mit drauf anwenden. Was gibt es für eine Möglichkeit? Wir könnten uns eine kleine Brücke bauen, machen beispielsweise zwei Charts auf, machen die nebeneinander auf. Hier rechten Chart haben wir beispielsweise den, ja, was haben wir da? Den Mini-Terminal aktiviert. Hier haben wir den Forex-Screener Synchronizer EA. Und dann möchte ich meinen, das möchte ich nochmal in Ruhe prüfen, ob das geht. Gibt es auch Skripte, die zwei Charts synchronisieren? Also rein theoretisch könnten wir dann hier rechts unsere Mini-Terminal haben. Wir machen das jetzt hier zu mit dem Forex-Screener EA und dann würden die zwei sich immer synchronisieren. Das könnte durchaus funktionieren. Muss ich nochmal abklären und prüfen lassen. Aber das ist der Hauptgrund, wieso es ein EA ist und kein Indikator. Öffnen sich immer nur ein Fenster, wenn ich mir mehrere Assets anschauen möchte? Ja, genau. Die Detailseite, das Ganze basiert ja immer, ich mache den Fokus ein bisschen breiter. Das Ganze basiert immer auf die letzte Auswahl. Ja, ist hier auch nochmal größer. Die letzte Auswahl, das heißt, bin ich bei dem letzten Klick. War mein letzter Klick auf die Tesla-Aktie, dann ist im Chart der letzte Klick, also die Tesla-Aktie. So rauf ist das Ganze immer aufgebaut. So, gibt es auch einen Filter Gap zum Vortag? Welche Gap-Filter haben wir hier drin? Da muss ich auch erstmal nachschauen. Wir haben hier die Gap-Filter eingebaut. Und zwar haben wir die Wochenend-Gap. Die haben wir hier eingebaut. Wochenend-Gap aktuell. Den Gap-Filter zum Vortag, der ist noch nicht eingebaut. Der wird aber in einer der nächsten Updates kommen. Ich würde mal sagen, vielleicht zum Börsentag in München. Vielleicht noch etwas später, aber der Filter ist schon programmiert, aber noch nicht veröffentlicht. Dafür gibt es noch einige kleine Sachen, die noch geklärt werden müssten, aber die sind programmiert, aber noch nicht zur Verfügung. Der wird hoffentlich bald kommen. Da sind wir hinterher. So, arbeitet Screener mit MT5. Der EA ist momentan der EA, wenn wir das synchronisieren wollen. Den gibt es momentan nur für den MetaTrader 4. Aber wenn wir den MetaTrader 5 nutzen, ist das auch kein Problem. Nur müssen wir dann den Chart halt manuell öffnen.
wie gesagt, ist kein großes Problem, aber der Synchronizer EA, der nimmt einem einfach ein bisschen Arbeit ab. Wenn wir den MetaTrader 5, die TBS, den NinjaTrader oder was es da draußen noch so buntes gibt nutzen, dann können wir den Fullscreener natürlich ganz normal nutzen, müssen aber die Charts dann hier halt manuell in unserer Trading-Software öffnen. So, wenn ich einen gefundenen Trade eröffnen will, kann ich das auch per Mausklick veranlassen. Sie meinen wahrscheinlich, ob das dann auch aus dem Forex-Screener herausgeht. Stand heute geht das nicht so. Das heißt, ich kann jetzt nicht auf ein Asset klicken. Beispielsweise die Google-Aktien sagen, gefällt mir, ich klicke jetzt hier auf Kaufen oder hier auf Verkaufen. Das geht nicht. Der aktuelle Weg ist halt, ich klicke hier auf Google. Google öffnet sich und ich habe dann halt hier vielleicht mein Mini-Mini-Terminal hier oben auf und würde hier auf Kaufen, Verkauf klicken, Volumen einstellen und so. Das ist der aktuelle Workflow. Also klicke auf ein Assets, ich habe dann automatisch den Chart auf und könnte hier rüber handeln. Aus dem Forex-Screener heraus geht es noch nicht. Technisch natürlich gar kein Problem umzusetzen, ist aber rechtlich noch nicht geklärt, ob das funktioniert oder ob wir das umsetzen wollen, weil ob ich hierauf klicke und trade oder aus dem Forex-Screener heraus trade, im Endeffekt müssen wir natürlich unsere Position im Blick haben. Das haben wir nur im MetaTrader im Blick und nicht im Forex-Screener. Daher ist es noch nicht ganz geklärt, ob das jemals kommen wird oder wie groß der Sinn dahinter dann eigentlich ist. Aber den Wunsch, den verstehe ich natürlich, was das angeht. So, Firefox geht auch. Oder ja klar, alle gängigsten Browser. Eigentlich funktioniert das mit jedem Browser. So, nochmal die MetaTrader-Frage. Wann kommt das für den MetaTrader 5? Kann ich gerade noch gar nicht genau sagen. MetaTrader 5 wird immer größer und immer beliebter. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, natürlich dieses Jahr kommen. Ob mit den nächsten Updates oder eher Mitte des Jahres oder im letzten Teil des Jahres, das kann ich momentan gar nicht sagen. Wir richten uns immer stark nach den Wünschen der Trader. Also wenn jetzt sehr, sehr viele Wünsche für gewisse Filter reinkommen, dann werden wir eher die Filter bevorzugen. Wenn jetzt sich ganz viele die Funktion für den MetaTrader 5 wünschen, dann wird das natürlich vorgezogen. Also danach richten wir uns hauptsächlich. Was sind die Wünsche und bringen die Wünsche der Mehrheit auch etwas? So, was ist mit Divergenz-Screener? Den gibt es momentan noch nicht. Steht auch auf der Ideenliste. Was haben wir noch? Den CCI-Indikator, ja stimmt, der fehlt. Das kopiere ich mir auch gerne mal raus. Auch dafür vielen Dank. Direkt auf die Ideenliste genommen. So, jetzt haben wir erstmal alle Fragen durchgearbeitet. Perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich eigentlich daran? Ich poste gerne mal den Link. Jetzt muss ich erstmal die ein oder andere Seite hier schließen. So, da haben wir das, genau, wir haben eine kleine Unterseite erstellt, den Link poste ich hier gleich noch in den Chat rein. Das heißt, hier gibt es auch noch ein kleines Video, das geht circa 4, 4,5 Minuten, da ist nochmal die Installation erklärt, nochmal kurz erklärt, was kann der EA eigentlich, und dann klicken Sie einfach hier auf herunterladen, oder hier oben zwei Buttons, kann man nicht übersehen. Ich poste das direkt mal herein in den Chat, an alle senden, genau, also wer schon einen Account hat, beim Forex-Screener, da kann sich das einfach herunterladen, muss nichts Neues einstellen, wie gesagt, die E-Mail-Adresse dann eintragen, dient einfach nur dazu, zu erkennen, welchen Account Sie beim Forex-Screener haben und dann geht es auch schon los. Wenn Sie aber noch gar keinen Account haben, dann natürlich einfach auf die Zugangsstellenseite gehen, die ist auf der Startseite verlinkt, ein paar Daten angeben und wenn Sie Kunde bei FXWert oder bei CapTrader sind, dann kriegen Sie das hier alles, was Sie heute gesehen haben, kostenlos, ohne Verzögerung, ohne Häkchen, ohne versteckte Kosten, können Sie das als aktiver Kunde nutzen, wie Sie möchten. So, wir haben natürlich noch ein besonderes Event bevorstehend. Gehen wir mal auf die Seite von unserem Lieblingsbroker FXWert. Dann gehen hier oben auf Training und auf Webinare und Seminare. Und hier sehen wir, dass demnächst der Börsentag München am Samstag ansteht. Da haben wir einen Vortrag gemeinsam mit Orkan Kujas auf dem Börsentag München am 30.03. um 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch da werden wir natürlich nochmal ganz grob für alle
neue Interessierte den Forex-Screener vorstellen, aber wir werden auch einige neue Filter vorstellen, einige neue Funktionen mal wieder vorstellen. Das Ganze machen wir nicht alleine, sondern zusammen mit Orkan Kujas werden wir das Ganze auf dem Börsentag vorstellen. Wer in der Nähe ist oder auf dem Börsentag ist, kann ich nur jedem empfehlen. Es sind nicht nur alte Informationen, sondern hier geht es auch nochmal noch mehr um die Praxis. Da wird der Orkan Ihnen noch einiges zeigen, wie er zum Beispiel den Forex-Screener für sein Trading ja, nutzt, wie er es in seinem Alltag integriert. Dazu auch noch passende neue Filter, die wir vorstellen. Von daher, der Börsentag München rückt in der Nähe und ja, es sind nicht mehr viele Tage, Samstag geht es auch schon los. Wer daran interessiert ist oder eh da ist, perfekt, dann haben Sie schon mal den passenden Vortrag gefunden. Gut, dann haben wir jetzt noch 5 Minuten. Wenn noch Fragen da sind, gerne, gerne her damit. Bisher haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Wird das Kujas-Webinar aufgezeichnet? Das ist gar kein Webinar, es ist ein richtiges, ganz altmodisches Seminar auf der Messe. Das heißt, da wird nichts aufgezeichnet, soweit ich weiß. Das ist halt ein Präsenzseminar auf der Messe und da wird es sehr, sehr wahrscheinlich keine Aufzeichnung von geben. So, ja, aber ansonsten, wenn auch noch im Nachgang Fragen da sind, gerne, wen auch immer Sie kontaktieren möchten, einfach eine E-Mail an uns schicken oder Sie kontaktieren FXLED oder auch beide, wie auch immer Sie möchten. Da kriegen Sie auf jeden Fall von der Seite Hilfe, was angeht, was Fragen angeht, was Ideen natürlich angeht, auch gerne an uns. Wir sagen das nicht nur, sondern wir freuen uns wirklich auf die Ideen. Wir nehmen eigentlich fast jede Idee ernst. Wir müssen es natürlich priorisieren, wenn Ideen reinkommen, die vielleicht ganz, ganz interessant sind, aber wo wir abschätzen können, dass das sehr, sehr, sehr wenige nutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird, nicht so hoch wie Funktionen, wo wir vielleicht selbst sagen, Mensch, wieso sind wir da nie drauf gekommen, das umzusetzen? So setzen wir das Ganze um, weil der Forex-Screener soll natürlich für die Mehrheit einen großen Nutzen darstellen. Und das werden wir, denke ich mal, gemeinsam schaffen, indem wir einfach immer so die ganzen Funktionen nach einbauen. Gut, keine weiteren Fragen kommen rein. Dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute eigentlich geschafft. Oder was sagst du, Wolfgang? Ja, David, dir auch so. Vielen Dank für deine für mich auch sehr interessanten Ausführungen. Ich hoffe, für die Teilnehmer war es genauso spannend wie für mich. Das freut mich. Ja, ich kann nur sagen, wir sehen uns auf der Messe in München. Alle Teilnehmer sind herzlich dazu eingeladen, uns dort zu besuchen, uns am Stand zu besuchen, das Webinar vor allen Dingen zu besuchen. Von meiner Seite aus wünsche ich allen einen angenehmen Abend und natürlich erfolgreiche Handelstage und übergebe dir nochmal das Schlusswort, David. Ja, vielen Dank. Genau, von mir auch ein herzliches Dank an die Runde. Freut mich, dass Sie wieder so zahlreich dabei waren. Es wird nicht das letzte Webinar gewesen sein, auch nicht das letzte Seminar zu dem Thema. Ich freue mich über jeden, der sich für den Forex-Screener interessiert. Holen Sie sich einfach den kostenlosen Account. Schauen Sie einfach mal, ob das was für Sie ist. Wenn es für Sie ist, dann freue ich mich und dann dürfen auch Sie sich freuen auf weitere tolle neue Funktionen. Und in diesem Sinne, vielen Dank an alle Teilnehmer. Vielen Dank, Wolfgang, für deinen Support heute und deine Anwesenheit. Ja. Und ja, ich wünsche allen noch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir uns in München wiedersehen oder einfach beim nächsten Webinar oder auf forex-screener.de. In diesem Sinne, einen schönen Abend und passen Sie gut auf Ihre Position auf. Tschüss. Alles gut und auf Wiederhören. Dankeschön.